Guten Abend, verehrte Zuschauer. In Wiesbaden haben die Sozialdemokraten mit einem Hessenfest die Schlussphase des Landtagswahlkampfes eröffnet. An der Wahlveranstaltung, die von einigen Jugendlichen vorübergehend gestört wurde, nahmen sozialdemokratische Politiker aus mehreren europäischen Ländern teil. Bundeskanzler Schmidt, der Parteivorsitzende Brandt und der hessische Ministerpräsident Börner machten in ihren Reden deutlich, dass der Ausgang der Wahl in Hessen auch die Zukunft der Bundesrepublik bestimmen werde. Bundeskanzler Schmidt wies darauf hin, dass die ganze Welt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecke. Aber ein Sieg der Neinsager hier in Hessen, der würde die Welt noch sehr viel schwieriger machen. Er würde auch den Weg der Friedenspolitik, für den wir Sozialdemokraten im Bund und in den Ländern gekämpft haben, den würde er gefährden. Und die Welt ist, weiß Gott, voll von gefährlichen Spannungen. Es wäre ein Sieg der Scharfmacher und ihre Helfer hier in Hessen. Und da steht der Herr Drecker an der Spitze der Scharfmacher, würde den Friedensweg noch schwieriger machen, als er ohnehin schon ist. Nach Ansicht des hessischen Wirtschaftsministers Hoffi, FDP, würde die Bildung einer Koalition von CDU und Freien Demokraten in Hessen eine bundesweite Diskussion über die Notwendigkeit eines Wechsels auch in Bonn auslösen. Der Bild am Sonntag, sagte Hoffi, diese Diskussion sei auch für den FDP-Bundesparteitag im November in Berlin nicht auszuschließen. Oppositionsführer Kohl forderte die Freien Demokraten auf, spätestens auf diesem Berliner Parteitag über einen Koalitionswechsel in Bonn zu entscheiden. Auf einer Parteiveranstaltung in der Nähe von Krefeld erklärte Kohl, die FDP sei von den Grünen auf den vierten Platz in der Parteienlandschaft verwiesen worden. Der niedersächsische Ministerpräsident Albrecht hat die Möglichkeit angedeutet, dass die unionsgeführten Bundesländer im Bundesrat die Steuergesetze zum Teil mittragen. Im Norddeutschen Rundfunk sagte Albrecht, die Union dürfe nicht in den Ruf geraten, nur dann zuzustimmen, wenn Leistungen für schlechter Verdienende gekürzt würden, alle Maßnahmen aber abzulehnen, durch die auch die Besserverdienenden zur Kasse gebeten werden. In Frankfurt hat die internationale Herbstmesse begonnen. 5 Tage lang zeigen über 3000 Aussteller aus 60 Ländern Kunstgewerbe und Artikel für den täglichen Gebrauch. Die durchschnittlichen Preiserhöhungen sollen diesmal unter 6% liegen. Der israelische Verteidigungsminister Sharon hat die palästinensischen Freischärler davor gewarnt, nach ihrem Abzug aus Libanon wieder gegen Israel zu kämpfen. In einem Interview nannte Sharon die Palästinenser Mörder, denen er das Leben geschenkt habe. Aber das bedeutet noch lange keine Garantie für die Zukunft. PLO-Chef Arafat soll sich im Gegensatz zu früheren Meldungen doch noch in Westbeirut aufhalten. Bei einem Rundgang durch Palästinenserviertel der Stadt wurde er gestern von einem französischen Fernsehteam gefilmt. Dabei versicherte Arafat, der Kampf der Palästinenser um ihre Heimat werde auch nach dem Abzug fortgeführt. Die Palästinenser würden alle politischen Mittel einsetzen. Schließlich kämpften sie für eine gerechte Sache. Der amerikanische Präsident Reagan soll bereit sein, die Liefersperre für das sowjetisch-europäische Erdgasröhrenprojekt zu lockern. Die europäischen Verbündeten der USA müssten sich allerdings an einem Plan beteiligen, den der Bau der Erdgaspipeline verzögert. Wie der Beauftragte der US-Regierung für Handelsfragen Brock in einem Fernsehinterview außerdem andeutete, ist Reagan um eine Beilegung des Streits mit den Verbündeten in dieser Frage bemüht. Frankfurts Oberbürgermeister Wallmann hat dem Schriftsteller Ernst Jünger den Goethe-Preis überreicht. Wallmann würdigte den 87-Jährigen als einen Mann, der in der Zeit des Nationalsozialismus Mut bewiesen habe. Entgegengesetzter Meinung sind die Grünen im Stadtparlament und blieben deshalb der Preisverleihung fern. Ebenso die Sozialdemokraten, die Jünger eine antidemokratische Haltung vorwerfen. Der Schriftsteller selbst streifte die Kontroverse mit den Worten, dass er Zeit seines Lebens vielen ein Ärgernis gewesen sei. Die Wetteraussichten bis morgen Abend. In Südostbayern morgen nur allmählich nachlassender Regen. Sonst heiter bis wolkig und meist trocken. Tiefstwerte heute Nacht um 10 Grad. Höchsttemperaturen morgen im Norden um 20 Grad, sonst zwischen 22 und 25 Grad. Die weiteren Aussichten freundlich und warm. Letzte Nachrichten gegen 0.30 Uhr.
Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Guten Abend daheim. Wir haben ein Riesenprogramm vor uns für die nächsten 75 Minuten. Ich will mich also gar nicht lange mit der Vorrede aufhalten. Es reicht von der Weltmeisterschaft der Radfahrer in Leicester über die Dressur-WM in Lausanne bis hin zum Start zur ersten Einhandregatta rund um die Welt, die von New York ausgeht und vor einer Stunde etwa gestartet worden ist. Und im Mittelpunkt, also breiten Raum, nimmt natürlich die erste Hauptrunde in der DFB-Pokalrunde zum deutschen Fußballpokal ein. Und da gab es ja eine ganze Menge Überraschungen. Bei den 22 Spielen heute Morgen finden noch 6 statt. Gestern gab es ja auch schon 4. Uns hat ganz gut gefallen zum Beispiel, wie der FSV Frankfurt heute mit dem ersten FC Kaiserslautern fertig geworden ist. Und wir haben dazu 2 Gäste eingeladen vom FSV, nämlich einmal Juan Alvarez, der dort sitzt, und Josef Sarroca, die beide beteiligt waren an dem Spiel. Diesen Mann kennen Sie alle. Er bietet Gesprächsstoff seit Wochen. Er ist dabei, sich zu qualifizieren. Er geht davon aus, dass er sich qualifiziert hat für die Europameisterschaften der Leichtathleten. Der 9-malige deutsche 800-Meter-Meister Willy Wühlbeck aus Oberhaus. Und Gesprächsstoff jahrzehntelang, kann man sagen, hat der Mann gemacht, der dort vorne sitzt. Ich weiß nicht, ob Sie ihn auf Anhieb erkennen. Er war vor 10 Jahren auf den Tag genau die ganz große Hoffnung der deutschen Sportfreunde, vor allen Dingen der Schwimmfreunde, bei den Olympischen Spielen in München. Er lebt heute in Frankreich, war lange Jahre in Amerika. Man muss ihn als den erfolgreichsten deutschen Schwimmer der Nachkriegszeit bezeichnen. Das ist Hans Fasnacht aus Mannheim, der jetzt aus Landersheim kommt. Und bevor wir jetzt zu den Jungs kommen, die gestern Abend für eine Sensation gesorgt haben, gehen wir ganz schnell zu Klaus Angermann, der uns in das Finale der Steher-Amateure bei der Weltmeisterschaft in Leicester führt. Guten Abend aus Leicester. Ich hoffe, Sie verstehen mich, meine lieben Zuschauer. Es donnert hier lauter Motorenlärm aus 650 Kubikzentimeter Maschinen. Das Finale, das 46. Weltmeisterschaftsfinale der Amateursteher. Und man sieht nur die Farbe Orange und Weiß auf dem Velodrom von Leicester. 4 Holländer, eine Phalanx der Niederlande gegen 3 deutsche Fahrer. Und darin verliert sich ein einziger Italiener. Das zeigt, wo die Stärken in dieser einzigen Paradedisziplin des Radsports liegen. Und im Augenblick, nach etwa 15 Minuten des über 50 Minuten führenden Finales, führt die Nummer 2 hier im Bild, der Holländer Gabi Minnebo mit seinem Schrittmacher Bruno Wallrafe vor seinem Landsmann Matti Pronk, dem Titelverteidiger, und der Nummer 5 Gerald Schütz, dem zweiten Deutschen aus Konstanz mit dem Schrittmacher Helmut Bauer. Rainer Brodlich aus Berlin, den man hier mit Titelchancen einräumt, dem Senior des Feldes mit fast 38 Jahren. Er liegt zurzeit an 4. Stelle vor dem 3. Deutschen Rolf Stambula aus Berlin, der geführt wird von Ehrenfried Rudolf, der hier vor 12 Jahren auf dieser Piste in Leicester Weltmeister der Berufssteher wurde. Das etwa als kleines Stimmungsbild, noch nichts ist entschieden. Und ich glaube, dass auch die deutschen Fahrer, die sich eingeschworen haben auf Rainer Potlisch, praktisch als Kapitän hier auf der Bahn, dass sie ihn unterstützen, denn man kann Mannschaftsarbeit auch beim Steherrennen leisten, dass sich hier noch etwas tun wird. Im Augenblick aber 2 Holländer vorn, das ist Gabi Minnebo mit der Nummer 2 und Matti Pronk hier, Minnebo der Führende, und wie gesagt an 3., 4. und 5. Stelle die Deutsche, so viel vorerst vom Steherfinale aus Leicester. Zurück zu Dieter Kürten. Ja, und hier haben wir im Studio den Vierer, der gestern Abend im 4000 Meter Verfolgungsfahren, geradezu sensationell muss man sagen, das Finale erreichte, dort den Sowjets nur ganz knapp unterlag, die Silbermedaille gewann, wie ich von Klaus Angermann hörte, unserem Reporter dort, ein bisschen enttäuscht war nach dem Rennen, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, für mich ist eigentlich die Silbermedaille Gold wert, bei Ihrer Ausgangsposition. Darf man das sagen? Ich sage herzlichen Glückwunsch zur Silbermedaille. Wir haben hier 4 aus dem Vierer. Neben mir sitzt Rolf Gölz. Er wurde Silbermedaillengewinner im Einer
Verfolgungsfahren, auch über 4000 Meter. Auch das eine ganz dicke Überraschung. Und auch dazu herzlichen Glückwunsch. Hier haben Sie Ihre Silbermedaille dabei. So sieht die Silbermedaille aus. Ich nehme an, Sie haben sie alle irgendwo in der Tasche, ne? Können wir die mal zusammenhängen? Sieht doch ganz lustig aus, wenn ihr so baumeln. Kriegt eigentlich der Ersatzmann auch eine? Ein sogenannter Ersatzmann ist eigentlich gar kein richtiger Ersatzmann, denn dort drüben sitzt Günther Kobeck aus Karlsruhe. Er hat die erste Qualifikation mitgefahren, der Mann dort, der blonde junge Mann, wurde dann aber durch wen ersetzt? Da müssen Sie mir jetzt helfen. Michael Marx aus Hamburg kam in die Mannschaft, weil offenbar der Trainer Udo Hempel, der heute leider nicht da ist, er will morgen das Punktefahren noch miterleben als Bundestrainer, muss er das auch, weil er offenbar der Meinung war, der Vierer liefe dann runter. Sehe ich das so richtig? Ja, nicht ganz. Also es war so, dass ich auch wie Rolf Gölz die Einerverfolgung gefahren habe, am Vortage. Und da wäre es also für mich ein bisschen hart gewesen, gleich am nächsten Morgen nach dem harten Finale wieder Vierer zu fahren. Und um mich da etwas zu schonen, ist dann der Günther Kobeck für mich eingesprungen und hat für mich die Qualifikation mitgefahren. Gegen die Finnen erfolgreich gefahren, ja. Nicht? Und Sie sind dann später wieder reingekommen? Ich bin dann später zum Viertelfinale reingekommen. Der Vierer besteht also aus Fünfen sozusagen, eben aus Günter Kobeck, den wir angesprochen haben, dann aus Gerhard Strittmatter. Sie kommen aus dem Schwarzwald. Ja, aus Villingen. Mhm. Dann eben Michael Marx aus Hamburg. Dann geht es weiter mit Axel Burkelow. Sie kommen aus Langenhagen bei Hannover. Dann ist hier Roland Günther aus Wiesbahn. Sie sind aber, glaube ich, Seeheimer, nicht? Ja, von der Bergstraße. Ich bin von der Bergstraße. Ja. Und Udo Hempel ist der Bundestrainer, er selbst Weltmeister, Olympiasieger, Silbermedaillengewinner, damals in Mexiko, in dem berühmten Silbervierer. Was mich erstaunt ist, dass nach so relativ kurzer Zeit und nach einer Flaute gewissermaßen bei dem Vierer ganz plötzlich ein ganz junger Vierer wieder strahlend ersteht und doch auch zu erstaunlichen Erfolgen fähig ist. Wie kommt sowas? Fangen wir mal beim Gerhard Strittmatter an. Wie kommt sowas so schnell? Liegt das am Geschick des Trainers allein? Verstehen Sie sich besonders gut? Sind Sie sehr gute Einzelfahrer, die sich mannschaftlich plötzlich sehr gut zusammenfinden? Wie erklären Sie das? Also es liegt bestimmt auch am Trainer, mit dem wir sehr gut ausgekommen sind, der uns gut motivieren konnte und so. Dann auch so, wir sind alle ziemlich der gleiche Jahrgang, 60, 61, 62. Durchschnittsalter 20 Jahre, nicht? Genau. Dieser Vierer. Wir kannten uns alle schon aus der Juniorenzeit, Junioren-WM in Argentinien, Mexiko, Amerika und so war eigentlich die Harmonie ganz gut. Michael, hatten Sie damit gerechnet, so gut abschneiden zu können? Waren Sie mit besonders großen Hoffnungen gefahren, weil ich das nochmal mit der Enttäuschung da in Verbindung bringen will? Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist. Also ich glaube, wenn vor der WM jemand zu uns gesagt hätte, ihr werdet Vize-Weltmeister, hätten wir ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man dann schon mal im Finale steht und die Chance hat, Weltmeister zu werden, dann ist man natürlich auch so motiviert, dass man Weltmeister werden möchte. Und wir hatten eigentlich auch gedacht, dass wir es schaffen können. Und dann ist natürlich eine kleine Enttäuschung schon da, wenn man es dann im Finale nicht schafft. Obwohl man sagen muss, wir hätten bestimmt nicht damit gerechnet, jetzt Vize-Weltmeister zu werden. Aber man kann doch sagen, dass wir gewisse Erwartungen hatten, weil wir ja dieses Jahr auch schon einige gute Zeiten gefahren haben, auch schon Bahnrekorde gefahren haben, die auch von der UdSSR zum Beispiel gehalten worden sind, in Hannover. In München. Also wir hatten schon damit gerechnet, dass wir in Medaillennähe kommen. Aber dass wir so weit nach vorne kommen, da hat wohl keiner mit gerechnet. Wie war das denn mit der Enttäuschung? War es wirklich so? Stimmt, mit versteinerten Gesichtern hieß es, gingen die Jungs davon. Sie hatten sich einfach mehr erhofft, nicht? Ja, klar, wir hatten uns mehr erhofft. Wir waren so weit im Finale, um Platz 1 und 2. Und wir wussten, dass wir noch ein Stückchen schneller fahren konnten. Es war drin, aber es hat halt nicht geklappt. Der Trainer hat gesagt, gleich von Anbeginn an mit Volldampf, weil man weiß, die Sowjets, starke, erfahrene Leute, werden sofort ganz scharf attackieren. Man sieht das auch gleich, die Bilder gucken wir uns nochmal an. Sind Sie da in Tritt gekommen? Ich hatte nicht das Gefühl, dass es so explosiv war wie bei den Gegnern. Ich habe das gestern Abend so aufmerksam verfolgt, natürlich mit Blick auf diesen Besuch. Also wir hatten schon versucht, immer so anzufahren, wie wir es vorher gemacht haben. Der Axel zieht richtig los und ich versuche dann das Tempo hochzubringen. Wie ist die Reihenfolge bei der Gelegenheit? Also Axel Burkelow fährt von 1, ich fahre auf 2, dann kommt der Gerhard und dann der Michael. Mhm. Und wir hatten also versucht, das Tempo hochzubringen, wie immer, aber die drei Läufe an dem einen Tag, die waren doch etwas hart, zumal der Halbfinallauf mit dem Finallauf nur 2 Stunden auseinander waren. Und das war dann schon ziemlich hart, zumal wir noch alle so jung sind und die Russen es wahrscheinlich besser verkraftet haben. Ja, darin lag wohl auch das Problem, 3 so schwere Rennen an einem Tag sind kaum zu verkraften, zumal sie ja wohl auch im Viertelfinale die beste Zeit vorgelegt haben. Ja, da sind wir die beste Zeit gefahren, obwohl wir uns die letzten 2 Runden noch geschont haben, weil wir die Tschechen direkt vor uns sahen, da müssten wir nicht mehr
voll fahren. Hier sehen wir jetzt also das Finale. Besonders sauber müssen die Wechsel sein, wenn also der vordere Fahrer nach hinten geht. Ich hatte den Eindruck, dass irgendwann zu früh der vierte Mann sich abhängte, wie man das jetzt hier gerade sieht in Ihrer Mannschaft. War das Absicht oder ließen da die Kräfte nach? Wer war überhaupt der vierte? Also auf Anhieb ist das nicht zu erkennen. Der vierte war ich. Da war also empty, es war leer, es ging nicht mehr. Nichts mehr drin? Nein, es war also keine Absicht. Das schwächt ja die anderen drei doch schon, wenn es so früh passiert, ne? Ja, auf jeden Fall, da ist ja ein Mann, der weniger fährt, der weniger Meter fährt. Ne? Mhm. Ist es denn schon vorgekommen, dass dennoch eine gut eingefahrene Mannschaft mit dreien das durchgehalten hat, drei oder vier Runden lang und zum Sieg kam? Ja. Das ist zum Beispiel vorgekommen, als die Russen gegen die DDR gefahren sind im Halbfinale. Da sind die also auch schon sehr früh mit drei Mann nur gefahren. Die haben allerdings dann auch diesen vierten Mann, der da im Halbfinale ausgeschieden ist, dann ausgetauscht gegen einen frischen, der im Finale dann gegen uns mit durchgezogen hat. Hatten Sie das Gefühl, irgendwann mal die Russen schlagen zu können? Oder war von Anfang an klar, also nach den ersten Runden, da ist nichts mehr zu holen? Der Abstand verringerte sich mal. Also sie waren mal zwischendurch schneller wieder, hatten also verringerten die Distanz von 50 Hundertstel oder mehr. Und dann irgendwann dachte man, naja, vielleicht klappt es doch noch. Wir haben doch nie in Führung gelegen und das war also schon recht demoralisierend. Zumal wir also wirklich sonst immer einen sehr guten Start hatten und immer von allen Mannschaften am besten weggekommen sind und uns sehr schnell gefunden haben. Und das hat an diesem Abend nicht so gut geklappt. Auch weil die drei Läufe doch ein bisschen zu viel waren. Weil Sie gerade dran sind, Michael, ich habe mir erzählen lassen, Sie seien ein bisschen mürrisch hierher gekommen, weil Sie jetzt fast drei Wochen von zu Hause weg gewesen seien. Sie seien unsterblich verliebt und hätten jetzt drei Wochen Ihre Freundin nicht gesehen. Trifft das zu? Ja, nicht nur drei Wochen. Das ist also in der Saison ganz selten, dass man mal zu Hause ist oder seine Freundin sieht. Wir sind also unterwegs von einem Lehrgang und von einem Rennen zum anderen. Wir sind in Russland, wir sind in Japan gewesen und dann ist man irgendwann auch mal müde. Insofern vermittelt der Sport aber eine ganze Menge. Ja, man sieht auch sehr viel von der Welt, lernt Menschen kennen, andere Rassen, andere Auffassungen. Das bringt ja auch was. Also ich meine, gut, sicher, ich kann das verstehen mit den drei Wochen. Was machen Sie vom Beruf? Ich bin Bankkaufmann. Und Sie? Ich bin selbstständiger Fahrradhändler. Bleibt in der Branche? Ich gehe noch zur Schule, versuche im Mai das Abitur zu machen. Und dann zu studieren, wenn es geht? Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Was peilen Sie an? Und was vielleicht mit Wirtschaftswissenschaft. Mhm. Und Sie? Also ich bin zurzeit bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe in Köln-Longrich und da also sehr gute Möglichkeiten zum Trainieren. Wie lange sind Sie noch dort? Also ich habe mich vorerst auf 2 Jahre verpflichtet und will eventuell noch etwas verlängern. Mhm. Und was macht Günther drüben? Ich bin mit Roland bei der Bundeswehr. Zusammen bei der Bundeswehr. Ist ein bisschen schwierig da ohne Mikrofon. Genau, für 2 Jahre verpflichtet. Wir versuchen vielleicht entweder noch 4 Jahre zu machen bis zur Olympiade dann in Los Angeles. Da bleibt dieser Fünfer zusammen. Wir wollen das hoffen. Und damit sind wir bei Rolf Gölz. Sie stehen auch kurz vorm Abitur. Ja, ich mache im Februar das schriftliche Abitur und dann im Mai oder Juni das mündliche. Sie tragen aber noch eine schwere Entscheidung im Moment mit sich herum. Sie wissen nicht genau, ob Sie Profi werden sollen. Stimmt ja, das? Nee, eigentlich kann ich nicht Profi werden, da ich meine Schule fertig machen will und anschließend zur Bundeswehr muss. Und bei der Bundeswehr Profi zu werden, das ist also ziemlich schwierig. Mhm. Wollen wir Amateure haben, oder? Sie stammen aus Schössenried, das liegt im Bodenseenähe. Aber Sie fahren für Berlin. Ja, ich fahre für Berlin. Ja, weil ich da die Möglichkeit habe, über einen Bandvierer zu fahren, auch an der deutschen Meisterschaft und auch im Straßenvierer. Da sind wir ja deutscher Meister geworden. Und das bringt halt doch sportlich auch etwas. Man wollte Sie eigentlich